Deutscher Rap ist zurück. Jung, kreativ und facettenreich. Altmeister Sido kommentiert. Mit Sido durchforsten wir die Szene. Treffen auf Chartsabräumer, alte Genregrößen und nehmen zwei aufstrebende Acts etwas genauer unter die Lupe. Rap war jetzt nicht tot. Aber es gab eine Zeit, da waren Leute übersättigt von dem Rap, den es gab. Und dieser Lederjacken-Krage-Hoch-Rap, so, der war ja der hat ja sehr dominiert. Also Rap ist auf jeden Fall nicht tot. Nein, Quatsch. Ist jetzt gerade wiedergeboren in einer anderen, als Schmetterling wurde es wiedergeboren. Und bei mir ist es, glaube ich, jetzt so ein bisschen, es können mehrere hören. Und deswegen haben wir so die Grenzen ins Radio gebrochen. 1, 2, 3, 4. Mit dem 23-jährigen Stuttgarter Crow kam tatsächlich etwas Unerwartetes. Kreischende Teenager, ausverkaufte Hallen und Rapmusik auf Platz 1 der deutschen Charts. Na, also es hat angefangen mit Spaß-Rap. Fantas und so. Und dann kam der reale Rap. Sammy. Und dann kam irgendwann die böse Schiene. Und ja, aber ich habe alles abgefeiert. Jedes Ding war ich dabei. Ich finde diesen leichten Pop-Aspekt, den Hip-Hop bekommen hat, den finde ich super. Finde ich jetzt. Also muss sich wirklich jeder auch seine eigene Meinung bilden. Aber wer nicht so denkt wie ich, ist ein Idiot. Auch die Austins entsprechen nicht dem Rapper-Stereotyp. Selbstironisch und fantasievoll reflektieren sie in ihrer Musik ihre Umwelt. Alle deine YouTube-Kommentare durch. M-A-E-C-K-I-S. Mac ist ein Genie. Sagt leider nie, es wäre ein Genie. Also kein Genie. Die Austins sind nicht zu vergleichen wie. Punkt. Ey, yo, was geht ab? Wir sind die Austins Represent. Okay, jetzt geht's los. Ding. Scripted Reality. Ich liebe es einfach zu rappen. Ich liebe es einfach, das Schlagzeug zu sein der Musik. So. Als Rapper bist du das Schlagzeug. Du bist keine Geige, sondern du bist ein Schlagzeug. Und ich liebe es, auf der Bühne zu sein. Man verkauft ja auch immer seine Persönlichkeit mit. Und das ist halt auch nicht mehr zu trennen oder generell nicht zu trennen beim Hip-Hop. With knowledge, you must be like water, my friend. Hm? Nate ist doch eher so Demonstranten, bisschen links. Orientierte Musik, würde ich schon sagen. Und deswegen ist es was ganz anderes. Also es ist natürlich auch straßenmäßig, aber es ist so St. Pauli, so wie die Menschen auf St. Pauli sind. Fernab von Klischees machen Nate 57 und Telly Tells Straßenrap mit sozialpolitischer Botschaft. Maschinen brauchen Treibstoff, denn die Reserven gehen leer. Sie müssen irgendwie da reinkommen. Sie provozieren dann einen Streit dort, führen es fort mit Bürgerkriegen und Mord wegen den Einkommen von paar gierigen wenigen Bilder, die dann hier gezeigt werden, um das Image zu schädigen. Denn beide Seiten predigen den Hass. Der eine nimmt kein Blatt vom Mund, der andere spielt Schach, handelt mehr bedacht. Die Leute machen ja das nach, was sie hören. Das ist ja so also ritualmäßig. Musik ist Voodoo-Shit. Das ist du. Es prägt sich anders ein in deinem Gehirn, die Sachen, die da gesagt werden, als überall anders. Kein Lehrer, keine Eltern. Weißt du, das ist auf jeden Fall ein anderer Film. Da sollte man aufpassen. Das ist ja schwer, ne? Dass du immer noch etwas zelebrierst und trotzdem moralisch bleibst dabei. Egal, was du zelebrierst. So. Kommen in dem Leben von einem Unterschichtskind, das sich hochboxt. Wirf einen Blick in meine Seele, hör, wie mein Herz klopft. Wir hatten nie viel, doch meine Mutter hatte Kopf. Sie brachte uns bei, im Leben gibt es nichts umsonst. So? Nee, danke. Clap. Also wir haben unter uns eine Bezeichnung dafür als Piratenmusik, Piratensound. Der Piratensound boomt. Mit seinem ersten Mixtape landet Nate 57 2011 gleich in den Top 10 der deutschen Charts. Auch sein Debütalbum Stress auf dem Kiez wird ein Überraschungserfolg. Mir ging es damals darum, eine Plattform für authentische Musik zu machen. So. Literatus Locus, verrückte Ratten, so weißt du.
Wir kommen aus einer verrückten Welt, also drücken wir uns auch verrückt aus. Die Reifen brennen, flitz über die gelbe Ampel. Beifahrersitz, Hintersitz, siehst du wieder, Bruder, zur Musik wird, gibt sich die Kante. Wir kommen und bringen den Flow nach Alemannia. Fahren bei Randis, so wobei ich staub in der Schanze. Im Karo-Viertel steigt Nate ein, ab geht's. Alle meine Ängsten wissen Bescheid übers Nachtleben. Jetzt alles aus. Hip-Hop ist eine sehr offene Musikrichtung, die offenste und auch die vielfältigste. Kannst du alles Mögliche machen mit. Der ehemalige Agro-Berlin-Rapper B-Tide macht jetzt neuerdings mit seinen B-Tide-Players auf Rockcharter. Ein neuer populärer Sound. Die pubertären Parolen sind geblieben. Was genau ist Hip-Hop? Ist es jetzt so souliger Einschlag, irgendwelche Samples? Ist es irgendwie Techno? Was auch immer. Es ist einfach so eine Art Collage aus allen möglichen, wirklich allen möglichen Stilrichtungen, die man hat, und darüber wird gerappt. Es ist halt wie in der Kunst, du hast die Möglichkeiten, auch über Grenzen zu gehen, Sachen zu übertreiben, zu überspitzen. Es ist einfach eine coole Möglichkeit, sich auszudrücken. Ja, wärmt auch die Ohren im Winter. Mir doch egal, was für Sorgen du schiebst, das Leben ist schön, so wie Pornografie. Im Essentiellen würde ich sagen, mein Album ist von allem etwas. Ich habe Liebe für Menschen und Tiere. Breakbeats, Filmmusik und immer wieder elektronische Sounds. Mehrere Jahre hat Tauber MC an seinem Debütalbum gefeilt. Der Filmstudent feiert die Vielfalt und den Exzess in seinen Songs, Videos und auf der Bühne. Was ist denn los jetzt? Wer von euch ist? Rap-Konzert ist für mich langweilig geworden. Und deswegen feiere ich auch mehr Elektro- und Grünanlagen, weil da kommen die Leute wenigstens mit Glitzer und bunten Regenschirmen und auf dem Pferd geritten oder so, weil die einfach Bock drauf haben. Tauber MC verbindet Sprechgesang mit den Rhythmen und dem Hedonismus der Technokultur. Groundlift to Heaven war für mich einfach so der Versuch, diese ganze Thematik von Sucht, von Eskalation, von Elektroparty, von Drogenkonsum auf die Spitze zu treiben. Und gleichzeitig aber auch ganz klar ein Statement dazu zu bringen. Aber als dann diese wirkliche Psycho-Scheiße kam, so die so FX-Twin-mäßig, Chris Cunningham-mäßig, das sowas liebe ich halt voll, weißt du? Ich mochte immer die Kompromisslosigkeit zum Beispiel von Cunningham mit der kompromisslosen Musik von FX-Twin, dass es so fast an der Grenze zum überhaupt Erträglichen ist. So. Ich stehe voll auf sowas, weißt du? Weil ich finde, dann überspringst du auch das, was du mit Worten sagen kannst, weißt du? Da wurde es dann wirklich so, dass ich es gefühlt habe. So. Wenn es da ist, muss es raus. Man muss immer nach oben heben. Rap ist groß, Mann! Groß. Na, warum kommt der nicht rein? Irgendwie ranzuziehen. Was denn so? Die Zukunft kann man nicht sagen. Es ist wirklich so, man weiß es nicht. Es gibt so eine Million Äste. Und irgendwas sucht sich's raus und die Ader wird dann fett. Ich glaube, dass die Hip-Hop-Szene immer diverser wird, immer facettenreicher wird. Die Szene wird weiter wachsen und weiter erwachsen werden und endlich auch als Kunstform akzeptiert werden von Deutschland und von sich selbst auch. So. Babams, babams. Alles aus. Voilà, Virginia.